Wenn du dich jetzt wirklich beweisen willst, dann besorgst du mir dieses Auto. Und heute Abend noch. Hast du mich verstanden? Verstehe ich auch nicht. Das ist ein Typ. Ja, du jedenfalls nicht. Komm bitte weiter, Olivia. Hey, lass mal reden, okay? Olivia, ey, willst du mich jetzt für den Rest deines Lebens ignorieren? Nicht mal 5 Minuten hast du Zeit? Was willst du? Mit dir reden. Willst du mir etwa wieder unterstellen, dass ich eine Nutte bin? Weil ich habe dafür echt keine Zeit, okay? Mann, ich will dir gar nichts unterstellen. Olivia, jetzt bleib stehen, hey, hör mir zu. Ich will dir gar nichts unterstellen, okay? Bloß letztens war hier dieser eine Typ da und der hat gesagt, man kann Tänzerin für Sex kaufen, okay? Ich hab Panik bekommen. What? Ja. So, erstens, keiner der Tänzerinnen macht das. Zweitens, wie erbärmlich ist das, dass du überhaupt daran denkst, dass ich das machen würde? Anscheinend kennst du mich nicht. Ich hab Panik bekommen. Nein, das ist einfach nur traurig. Weißt du was? Du kennst mich nicht, also halt dich einfach aus meinem Leben raus. Olivia, das ist doch Schwachsinn, wir beide wissen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der dich kennt, okay? Hey! Dine, was ist daran so schlimm oder so schwer zu kapieren, dass du mich in Ruhe lassen sollst? Ich mach mir doch einfach nur Sorgen um dich. Verpiss dich. Boah, Alter. Leg eine andere Platte auf, ne? Olivia. Hasan. Hey. Ja, ich hab Zeit. Ja. Coole, 20 Minuten von meiner Wohnung? Okay. Ich schick dir die Adresse per Nachricht. Alles klar, bis dann. Ciao. Hey, sorry für die Verspätung, aber S-Bahn. Also, was ist los? Neuer Auftrag? Ich bin sehr enttäuscht von dir, dass du wirklich nach so einer kurzen Zeit nachgelassen hast. Hey, was meinst du? Lief doch alles gut. Ich meine, lief alles einwandfrei. Du hast das Auto da geparkt, ich habe drauf aufgepasst. Am nächsten Tag kam der Transporter und das Auto war weg. Also, passt doch. Richtig, mit dem ersten Auftrag. Aber was war mit dem zweiten Auftrag? Der Transporter hat mir erzählt, er hat 1/2 Stunde auf dich gewartet. Der Wagen stand mitten auf dem Schrottplatz, null bedeckt. Ja, ich verstehe. Was soll das denn? Schau mal, das Ding ist, mein Chef hatte an dem Tag Urlaub, okay? Und da war es eigentlich egal, wo das Auto steht. Und die Abdeckung ist wahrscheinlich runtergefallen, weil der Wind viel zu stark war. Junge, das reicht mir nicht. Das ist hier kein Kindergarten. Das Auto muss richtig geparkt werden, richtig bedeckt sein. Hast du mich verstanden? Letztendlich bist du derjenige, der zu mir gekommen ist, nach Arbeit gesucht hat. Verstehst du? Ja, kann ich verstehen. Verstehe ich. Das kommt nicht mehr vor, okay? Das hoffe ich für dich. Ja. Das geht so nicht mehr. Das kommt nie wieder mehr vor. Also. Wie gesagt, ich gebe jetzt die Chance. Jo, warte mal kurz. Was geht, Alter? Was machst du hier? Hey, gar nichts, Alter. Kurz was bequatschen. Digga, komm. Was denn? Bruder, gönn dir diese Karre, Alter. Was ich Probe fahr. Echt? Bruder. Du fährst die Probe? Komm. Digga, wie geil ist sie, oder? Sag ich mal ehrlich. Boah, die ist echt cool, Alter. Boah, schmeckt, Junge. Bro, ich wünsch dir was. Ich muss zurück in die Werkstatt. Mach keinen Scheiß, ne? Jo. Wer ist der Bengel hier? Ha? Wer ist der Bengel? Das ist ein Mitbewohner von mir. Weiß er von unseren Geschäften? Nein, der weiß gar nichts. Der hat doch jetzt bestimmt nichts gecheckt. Geiles Auto. Du. Damit kann man gutes Geld machen, weißt du, oder? Jo, das läuft nicht. Das läuft nicht, Alter. Das ist ein Kumpel von mir und ich will meine Freunde da nicht mit reinziehen. Ich kann das Auto nicht klauen, Mann. Jetzt hör mir mal zu, ich habe sowieso einen Kick auf dich, okay? Du hast sowieso jetzt vieles verkackt. Also, wenn du dich jetzt beweisen willst, okay? Wenn du dich jetzt wirklich beweisen willst, dann besorgst du mir dieses Auto. Und heute Abend noch. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Alles klar. Scheiße, Mann, das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Schlimm genug, ein Auto zu klauen. Und dann noch den Kundenwagen von Danny? Der Junge hat damit nichts zu tun. Ich werde ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Mann, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich meine, wenn ich Hasan hängen lasse und nicht das tue, was er sagt, dann kriege ich bestimmt keine Jobs mehr von ihm und kann keine Kohle mehr verdienen. Und dann kann ich Olivia nicht unterstützen und ihr nicht dabei helfen, die 15.000 Euro Strafe zu zahlen. Aber wenn ich für Hasan Dannys Kundenkarre klauen soll, Mann, dann kriegt Danny große Probleme und das will ich auch nicht. Das ist einfach alles zum Heulen. Hey! Toni. Ist alles okay? Du guckst ein bisschen verstört. Darf ein Mann nicht in die Leere gucken? Ja, ist alles cool. Bei dir? Bei mir schon, ja.
Ist gut. Du hast an Olivia gedacht, oder? Guck mal, mir tut das alles voll leid. Ja, du hast Scheiße gebaut. Mit Amelie. Aber ja, guck mal, dass du jetzt mit ansehen musst, dass Olivia in der Table Dance Bar arbeitet, hast du auch nicht verdient. Das ist echt hart. Ja. Aber weißt du was? Wenn du sie wirklich liebst, dann musst du um sie kämpfen. So, klar, es gibt keine Garantie auf ein Happy End. Aber streng dich richtig an und vielleicht schaffst du es ja. Okay. Ich muss jetzt los zur Uni. Du machst das schon. Danke. Antonia hat recht. Ich darf den Glauben einfach nicht verlieren. Ich meine, ich bin es mir und Olivia schuldig, dass ich alles dafür tue, um sie da rauszuholen. Klar, es gibt keine Garantie für ein gutes Ende. Aber aufgeben ist definitiv keine Option. Okay, ich habe einen Plan. Ich weiß jetzt, wie ich vorgehe. Jetzt heißt es nur noch warten und hoffen, dass alles gut geht. Hey, Bro, was geht? Oh, boah, Junge, was ein Tag, Alter. Ha? Was ein Tag. Ich weiß. Auf der Arbeit war echt anstrengend heute. Echt? Ja, Mann. Wo sind die ganzen anderen hin? Weiß nicht. Studieren, arbeiten, heimlich feiern, ohne uns. Und wer war der Typ heute Morgen? Welcher Typ? Ja, heute Morgen hier vor der WG war. Vorm Schrottplatz. Also. Ja, ich würde jetzt schnell duschen gehen und wenn du Bock hast, können wir noch irgendwas starten. Liebend gerne, Alter, aber ich habe einen Zahnarzttermin. Ich habe das selber voll verplant, aber ich habe dann so eine Änderungsnachricht bekommen. Ja, ist nicht schlimm. SMS so. Ja, ja, geh ruhig. Okay, ich bin duschen, Bro. Zum Glück ist Danny ein Gewohnheitstier. Er geht fast jeden Tag nach der Arbeit direkt duschen. Und seine Schlüssel hat er immer in der Jackentasche. Ich bin da weg, Bro. Ja, es ist scheiße, dass ich Danny so untergehe. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Es geht um Olivia. Ich muss sie aus diesem Table-Dance-Milieu herausholen, bevor es weiter mit ihr bergab geht. So. Die Luft ist rein, also Augen zu und durch. Schnell rein und so schnell wie möglich wieder raus. Okay, super. Da sind ja alle Schlüssel der Kunden aus mit dem Fahrzeugschein. Jetzt schnell den richtigen finden und nichts wie weg von hier. Alter, das gibt's doch nicht. Ausgerechnet jetzt tauchen hier zwei Schwachköpfe auf. Ich warte jetzt erstmal ab und hoffe, dass sie sich bald wieder verziehen. Mann, wenn die nicht gleich gehen, muss ich die doch noch verscheuchen. Ich hab so langsam keine Zeit mehr. Lass mal zum Spiel die einfach, oder?
Jo, Hassan. Der Auftrag ist erledigt. Also, wo soll das Auto hin? So, alles erledigt. Hassan war sehr zufrieden und hat mir neue Aufträge versprochen. Was mit der Karre passiert, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wird die irgendwo präpariert, dann demnächst auf dem Schrottplatz geparkt und weiter ins Ausland. Aber das ist jetzt auch egal. Viel wichtiger ist, dass ich den verdammten Werkstattschlüssel wieder loswerde. Gut, Dennis Jacke, die hängt noch hier. Hey, ab und zu muss man auch mal Glück haben. Bro, Bro, hey. Hast du irgendwo meinen Werkstattschlüssel gesehen? Oh, keine Ahnung, Alter. Hey, Scheiße, Alter. Ich hab irgendwo diesen Schlüssel verloren, ne? Und wenn ich den nicht wiederfinde, muss ich auch alle Schlüssel tauschen, Alter. Der reißt mir meinen Kopf ab, Mann. Ja, ich halte die Augen auf. Ja, danke. Danny? Ja. Digga, komm mal her. Ach. Schau mal, Alter. Alter, wie ist der denn da hingekommen? Digga, ich schwör, ich hab hier vorher gesucht und ich hab nichts gefunden. Ja, okay, hast du nicht richtig geguckt, Alter. Aber wenn du so einen Freund wie Dean hast. Geil, Digga. Ah, danke, Mann. Mann. Ja, Adler und Dean. Ja. Boah, boah, Alter, ich wüsste nicht, was ich ohne dich gemacht hätte, Mann. Puh, okay. Digga, ich geh pennen, ja? Schlaf gut. Alter, ich sterbe fast vor schlechtem Gewissen. Mann, ich verarsche Danny nach Strich und Faden. Und was macht er? Er bedankt sich bei mir. Und hat keine Ahnung, dass es erst morgen so richtig übel und Ärger in der Werkstatt geben wird. Ich weiß nicht wie, aber ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er mit einem blauen Auge davonkommt. Erklär mir mal bitte, wie ein Auto aus der Werkstatt rauskommen kann, ohne Einbruchsspuren, wenn ich abgeschlossen hätte. Bitte erklär mir das mal kurz. Da ist das geklaute Auto, Mann. Hey! Yo. Hey! Danny! Fuck, Danny! Ich hab gehört, du hast heute sturmfrei und machst heute eine Party? Ja, genau. Wir crashen diese Party. Kannst du mir helfen? Oh mein Gott. Sorry. Ey, das sollte echt nicht so rüberkommen, als wenn ich schnüffel oder so. Du solltest dich einfach mit deiner Schwester, die so peinlich ist, verpissen und auf irgendeine Homo-Party gehen und da eure Ehe ausgehen. Alter, was laberst du? Was für ein Mann? Ich bin nicht lesbisch. Hey, alles in Ordnung? Geht's Ihnen gut? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich denke, Theo ist im Knast und stattdessen liegt er hier obdachlos auf der Straße. Was machen wir denn jetzt, ha? Das ist mein Bruder. Dir hat das Video gefallen? Dann abonnier unseren Kanal, aktivier die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Und die ganze Folgen siehst du jetzt auf TV Now.